Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play, Let's Go Pikachu. Und wir machen heute die Arena gegen Pyro. Und wenn es euch natürlich gefällt, gerne ein Like da lassen, gerne kommentieren. Und er sagt was Komisches. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? In dieser Arena. Wir kommen gleich zur Frage Nummer 1. Jetzt noch nicht, Pyro. Dein Einsatz kommt erst ein bisschen später. Okay. Schade. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja. Bei dem Herrn, den du gerade gesehen hast, handelt es sich um Pyro, den Arena-Leiter hier auf der Zinnoberinsel. Seines Zeichens Meister im Umgang mit Feuer-Pokémon. Dass du es hier geschafft hast, bedeutet wohl, du hast den Geheimschlüssel ergattert hast. Damit hast du das Ärzte-Rätsel gelöst und dir verdient, in dieser Arena antreten zu dürfen. Aber Vorsicht, hier gelten andere Regeln. Neben Kämpfen musst du nämlich auch noch einige knifflige Quizfragen beantworten. Na gut, dann viel Spaß und verbrenn dir nicht die Finger. Aha, okay. Ich guck mal an. Pokémon Arena 10 Uhr in Le Pyro. Anerkannte Trainer Grün, okay. Pyro lässt jede Menge einfallen, damit uns Forschern hier auf der Insel nicht die Decke auf den Kopf fällt. Sind alles Zuschauer, die man ansprechen könnte und die nichts sagen. Das hier ist quasi die einzige Abwechslung vom Alltagstrott, die wir auf der Insel haben. Aha. Kann man mit ihm quatschen? Hallo? Ich bin schon richtig heiß darauf zu sehen, was für hitzige Kämpfe und Fragen uns heute noch erwarten werden. Gibt es eigentlich noch andere Arena-Leiter, die sich auf Feuer-Pokémon spezialisiert haben? Ja. Ach so, ich bin auch dumm, ich kann ihn gar nicht ansprechen, weil ich muss eine Reihe hier weitergehen. Hier habe ich angequatscht. Ups, hallo, ich will da rein. Hallo, komm ich da nicht rein? Ne, ich komme da nicht rein. Ich komme da nicht rein, ne? Ne. Ah, Pyro ist der Beste. Okay. Gibt alles. Bin zwar kein Trainer, aber Pyro hat mir erlaubt, trotzdem zuzuschauen. Aha. Und da komme ich nicht zwischen. Ja, ist zu fett der Charakter. Der passt da nicht zwischen. Das habe ich angequatscht. Film ab! Okay. Was sagst du mir? Pyros Unterhaltungskünste lassen zwar etwas zu wünschen, aber im Kampf macht er dieses Manko mal mehr als weg. Wett, weg, wett, wett. So, hallo Pyro. Pyro, na, bist du bereit? Ja. Gut, dann stell dich mal darüber. Willkommen beim Pokémon Quiz Live hier aus der Arena der Zinnoberinsel. Wow. Mein Kandidat muss insgesamt 5 brandheiße Fragen beantworten. Für jede korrekte Antwort erhält er jeweils eine Pyro-Puppe. Liegt der Kandidat mit seiner Antwort jedoch daneben, muss er gegen einen meiner Schüler als waschechter Trainer zum Kampf antreten. Behält er bei den Kräftemessen die Oberhand, bekommt er eine Pyro-Puppe. Ob es mein Kandidat wohl gelingt, alle 5 Puppen in seinen Besitz zu bringen? Ich will aber extra falsch antworten, damit wir kämpfen. Kommen wir gleich zu Frage Nummer 1. Welches Pokémon gehört der Kategorie Brenner an? Ich nehme Vulkan und wir kämpfen. Der Kandidat hat seine Antwort gegeben, doch liegt er damit auch richtig? Leider nein, so ein Pech aber auch. Ich wollte ja kämpfen. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber deine Antwort bleibt leider falsch. Zur Strafe musst du nun gegen einen meiner Schüler antreten. Was glaubst du, wie heiß der Atem eines Feuer-Pokémons werden kann? Ja, das hatten wir erst letztens die Frage in meinem Part zu Let's Play Pokémon Gelb Pack und Play. Und da haben einige was reingeschrieben in meine Live-Premiere. Und ja, wir kämpfen halt gerne, weil wir wollen trainieren. Die sind schon schön krass. Wir machen mal Kaskade, weil es eigentlich normalerweise ausreichen müsste. Und dieses Glutexo von der Bildfläche verschwinden dürfte. Genau. Dann ist das besiegt. Der Rest des Teams erhält Erfahrungspunkte. Und ja, er ist besiegt. So, dann werden wir die nächste Frage nochmal falsch. Das war ein Bein und du vorstellst, aber dann gibt es eine Pyro-Puppe für dich.
Sehr schön, weiter im Text mit Frage Nummer 2. Wie viele von der Liga anerkannte Arenaorden gibt es? Da wir ja dumm sind und weil wir kämpfen wollen, antworten wir mit 7 statt mit der richtigen Antwort 8. Der Kandidat hat seine Antwort gegeben, doch liegt er damit auch richtig? Leider nein, so ein Pech aber auch. Er ist voll enttäuscht, der will, dass wir richtig antworten, aber ich will kämpfen. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber deine Antwort bleibt leider falsch. Das Schaf muss nicht gegen meine Schüler treten. Okay, immer das gleiche. Früher war ich ein Dieb und habe allerlei krumme Dinger gedreht. Aber hier auf der Zinnoberinsel habe ich auf den rechten Pfad zurückgefunden. Ja, waren das also wirklich auch in den echten Spielen? Das ist ja so eine Art Remake. Ja, ich habe gerade den Faden verloren. 5 Kämpfe. Was heißt, heute wird es ein kurzer Part dann? Heute wird es ein kurzer Part, weil ihr seht es ja hier. 5 Kämpfe, Pyro, dann ist es fertig. Dann heißt, wir können im nächsten Part schwimmen und die nächste Arena machen. Oder wenn wir noch Zeit haben, schwimmen wir jetzt schon danach. Müssen wir mal gucken, wie schnell es geht, wie fix wir mit Pyro umgehen können. So. Ja. Mal gucken. Aber ich glaube, vielleicht schwimmen wir ein Stückchen. Das war eine beeindruckende Vorstellung. Zur Belohnung gibt es eine Pyro-Puppe für dich. Okay. Zweite Puppe. Du hast noch einige Fragen vor dir. Kommen wir also gleich zu Nummer 2. Räusper. Pyro, misch mich ja nun ungern ein, aber wir sind hier bei der dritten Frage. Das habe ich doch gesagt. Kommen wir also gleich zu Frage Nummer 3. Das ist so dumm. Setz ein Pokémon, eine Attacke vom Stahltyp gegen ein Feuer-Pokémon ein. Dann ist sie sehr effektiv. Genau. Der Kandidat hat dann blablabla immer das gleiche. Sei doch nicht immer so enttäuscht, ich antworte extra, damit wir kämpfen können. Das wäre ja langweilig. Weißt du, wie aus Pyro ein Pokémon-Trainer geworden ist? Ich weiß leider immer noch nicht. Mich wurde das ja schon mal in meinem letzten Projekt gefragt, wie gesagt. Deswegen schauen wir mal, ob wir hier die Antwort erhalten. Und es ist ein Magma. Ja. Ein Magma. Kaskade. So. Und tschüss. Magma ist besiegt. Sehr effektiv. Garados weiter so. Top. So. Und dann sagt er was. Sagt er was. Und sagt uns die Antwort. Er ist auf Pikachu neues Level. Okay. Pyro hatte sich in den Bergen verlaufen, als er über ihn ein feuriges Vogelpokémon erschien. Mit seinen gleißenden Flammen hat es die dunklen Bergpfade erleuchtet und ihn so gerettet. Okay. War das die Antwort? Das war eine Bahn, bla bla bla. Okay. Das läuft ja wie am Schnürchen. Unser Kandidat hat sich damit sage und schreibe 3 Pyro-Puppen erkämpft. Bravo. Frage 4 steht schon vor, schon in den Startlöchern. Er hält die TM die Attacke Hyper-Mega-Superstrahl. Soll das ein schlechter Scherz sein? Och nein, wir kämpfen nicht. Ach nein. Wer wird dich im Anschluss an diese Frage zu einem Kampf herausfordern? Da kann man ja nur richtig antworten. Da kann man noch nicht antworten, weil man ja nur kämpfen kann. Was ist denn die lustigste Antwort? Ein hitzköpfiger Quizmaster, ein älterer Herr mit Bart? Ich mache einfach das hier. Okay. Schade. Schade, schade. Jetzt können wir kämpfen. Was passiert hier? Pyro-Puppen gehen weg. Und Pyro kommt von vorhin. Du hast es dir jetzt also alle 5 Puppen gesichert. Das bedeutet, es ist an der Zeit, es mit mir aufzunehmen. Ich bin Pyro, der Erinnerte der Zinnoberinsel mit dem unbändigen lodernden Feuer im Herzen. Meine Feuerpuppen lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Boah, ich hoffe, du hast genügend Feuerheiler mitgebracht. Alles klar. Brauche ich die oder machst ich dich platt, deine 4 Pokémon? Ich glaube eher, deine Pokémon werden verzweifeln gegen mein Gyarados.
Nur gegen Giovanni müssen wir mal gucken, was er da einsetzen. Da müssen wir unser Team noch gucken. Ich glaube, das wird schwieriger. Es wird der schwierigste Kampf dann bisher. So, Kaskade. Sehr schön, das ist sehr effektiv. Weiter so. Und es wurde besiegt. So soll das auch so, gehört das doch. Und dann gucken wir mal. Als nächster Akani. Ja, es ist nicht so stark. Pyro geht schnell von der Hand. Und dann können wir doch noch ein bisschen schwimmen gehen. Damit wir im nächsten Part dann die nächste Arena machen können. Wenn wir dann die ganze Schwimmerei schaffen. Hydro-Pumpe auf Akani. Akani ist eins der epischsten Pokémon aus der ersten Generation, wie ich finde, neben Glurak und Dragonan. Und Gyarados natürlich nicht zu vergessen. Und es ist kein Wutanfall. Hätte ich nicht gedacht. Krasse Kiste. So. Dann nochmal Kaskade drauf, damit wir safe sind, weil in den letzten Parts ist ja Hydro-Pumpe das öfter mal daneben gegangen. Das müsste dann das stärkste Pokémon von Pyro sein, das Akani. Wir schauen mal. Galopper. Ja, wir versuchen einfach mal Kaskade, weil selbst Hydro-Pumpe nicht umhaut. Dann können wir halt zweimal Kaskade machen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Außer wir landen mal einen Volltreffer mit Gyarados und Kaskade. Schauen wir mal. Wir werden natürlich nicht heilen gehen jetzt, weil wir wollen ja Zeit sparen. Weil wir sind ja fit eigentlich, weil nur Gyarados angeschlagen ist. Und der Rest der Pokémon ist ja eigentlich noch fit. Rizeros Level 55. Und dann kommt wohl Nona. Das letzte Pokémon, was wir besiegen müssen. Auch ein sehr episches Pokémon. Und ja, Akani war sein bestes Pokémon. Er hat direkt sein bestes Pokémon verpulvert. Und der Kampf war ja einfach mal viel zu schnell und viel zu einfach. Und ja. Dann haben wir ihn besiegt. Und ich gewinne Geld und dann kriege ich den Orden und noch eine neue TM. Glückwunsch, mit deiner feurigen Performance hast du dir den Vulkanorden verdient. Und wir klatschen wie ab, Pikachu und ich. Genau, sehr geil. Du hältst den Vulkanorden von Pyro. Doch, es ist noch nicht alles. Zusätzlich überlasse ich dir diese TM. Du hältst Feuersturm von Pyro, okay. So, du verstaust das Item in der Blablabla, okay. Ja, das ist doch alles gut, das wissen wir doch. Feuersturm ist einer der mächtigsten Attacken von Typ Feuer. Du wirst dich vielleicht fragen, warum sie so sonderbar aussieht. Tja, ganz genau, ich kann dich leider auch nicht sagen. Ich habe nur gehört, dass es etwas mit ihrem Herkunftsort zu tun hat. Auch ein Quizmaster wie ich ist nicht allwissend. Alles klar, außerdem, Quizmaster lesen ja meistens immer nur von Karten ab. Die wissen meistens selber nicht die Antwort. Die kriegen das ja vorgelesen. So, nein, grün, geh weg. Ah, da bist du ja. Ich dachte mir schon, dass du bald die Arena der Zunge erreichen würdest. Hast du gegen Pyro gewonnen? Super, dann mal herzlichen Glückwunsch. Um zur Pokémon-Liga zu gehen zu können, braucht man 8 Orden, oder? Ich habe sicher 7, jetzt fehlt nur noch einer. Ich habe euch verlesen. Die Arena von Veritania City, neulich, da war aber dummerweise niemand. Ich nehme an, du hast sie auch noch nie von ihnen gesehen. Weißt du was, ich schaue am besten einfach nach. Nochmal in Veritania City vorbei. Mach das. Hau Giovanni auf die Fresse, aber ich will es auch machen. Und das war der letzte Text, die letzte Passage. War ein bisschen stotterig, was ich hier gerade vorgelesen habe. Also verzeiht mir das. So. Dann wieder eine Wasserroute surfen, Pikachu nach vorne packen und dann machen wir die noch. Wir haben noch Zeit in unserem Let's Play und gönnen uns hier mal einiges an Stuff. Vielleicht kommt ja das ein oder andere coole Pokémon noch. Nur schade, dass wir halt kein Ditto, ne, gefunden haben. So, also wir haben es im letzten Part nicht gefangen, wer es gesehen hat, deswegen. Das ist mein Tisch. Also wir haben Ditto gefunden, aber es ist halt für den Pokédex egal. Ich nehme gerade an einem Triathlon teil. Ja, die Trainer sind wieder die gleichen Sprüche wie in Pokémon Gelb. Ich kann mich halt jetzt gut daran erinnern, weil ich gerade erst die Stelle in Gelb Let's Play habe vor kurzer Zeit und deswegen, ja, ist das jetzt ein bisschen Überschneidung und es macht aber nichts, denn wir ziehen jetzt hier ein bisschen durch. Diese Woche 2 Folgen, dann nächste Woche weiß ich noch nicht, ich kann soweit nicht vorausplanen, was dann halt ansteht. Deswegen gucke ich mal, ob das gut wird heute wieder. Und dann, ja, gucken wir mal, dass wir noch einige coole Videos in nächster Zeit auf meinem Kanal bringen und ihr mich weiter fleißig unterstützt. Ihr wisst es ja. Bei 250 Abonnenten das Gewinnspiel. Ja, es macht ja aus meiner Sicht am meisten Sinn, dann bei so einer schönen Zahl dann euch nochmal für eure Unterstützung
was Cooles wiederzugeben. Und hier gibt es nicht so viele Trainer. Und ich wollte ausweichen und schwimme trotzdem in dieses verdammte Carpador. Das verdammte Carpador. So. Dann. Gönnst du dir das hier ja, ne? Ach, der Sonnenschein fühlt sich einfach fabelhaft an. Ach, das hätten wir nicht gedacht. Sonnenschein ist immer cool. So, und dann gucken wir mal, was der Schwimmer drauf hat. Zwei Pokémon. Ja, das wird heute eine etwas kürzere Folge, wenn wir die Wasserroute oder Wasserweg hier schnell von der Hand geschüttelt bekommen. Also das sollte eigentlich keine Probleme machen, kein Thema sein. Und Britzeltobo drauf. So, Starmie wurde erfolgreich besiegt, weil wir auch noch einen Volltreffer gemacht haben. Und dann gucken wir mal, dass wir dann noch bald, vielleicht sogar in dieser Folge Level 60 mit Pikachu erreichen. Und mein Gardos hat ein neues Level erreicht und das gucken wir dann uns mal genau in Ruhe an. Ein Kingler, nicht so krass, aber egal. Kriegen wir hin, besiegen wir, weil es hat nicht so viele Death-Werte, also nicht so viel Verteidigung. Deswegen ist das Kingler auch schnell besiegt. Genau. Und dann können wir im nächsten Part, wenn wir uns geheilt haben, die nächste Arena machen. Ich weiß noch nicht, wen ich nach vorne packen soll. Weil die haben halt Kampf-Pokémon und alles Mögliche. Das, den Arena-Kampf zu Pokémon Gelb, habt ihr dann am Sonntag in der Premiere gesehen. Hey, du verjagst die ganzen Pokémon, wenn du das Wasser so aufwirbelst. Hey, ey. Was soll der Scheiß? Mach mich nicht dumm an. Ich werde dich jetzt im Kampf besiegen, damit du weißt, du musst Respekt vor mir haben. Oh, er hat einen Rasaf. Genau sowas meine ich halt, dass die halt in der Arena Kampf-Pokémon haben und Pikachu ist jetzt nicht der Beste. Aber weil ich dich nicht mag, mache ich jetzt Plätschersurfer und über Surfer den Rasaf. Dann merkst du mal, was für eine Wucht Wasser hat. Aber es hat nicht gereicht. So ein Dreck, so ein Bullshit. Aber es ist paralysiert. Kehrtwende, ah, okay, alles klar. Der kann so eine Käferattacke, Kehrtwende. Und was hast du noch? Mashok. Warum habt ihr so Pokémon? Oder wir machen Glurak nach vorne, ich habe keine Ahnung. Packen wir Glurak nach vorne in der Arena, weil der Flügelschlag kann und gegen die Pokémon gewappnet ist. Aber ich glaube, der kann nichts anderes, oder? Protzer, wow. So ein Bullshit aber auch. Das gehen wir trotzdem wieder mit Plätschersurfer weggemacht. Das ist irgendwie wie halt Surfer, nur halt, dass Pikachu auf dem Surfbrett surft. Ich müsste theoretisch mal gucken, wie Surf aussieht hier, aber ich habe es halt noch kein Pokémon beigebracht. Dragoria, okay. Kommt Dragonier noch als Dragoran irgendwann zum Vorschein? Ich weiß es nicht. Wir müssen halt in der Liga viele Pokémon fangen, damit es sich vor der Liga entwickelt, die ganzen Kämpfe machen und halt Lavados und gönnen. Und ja, sehr wahrscheinlich werden wir den Meisterball für Mewtwo verwenden, weil es dann schneller und einfacher geht. Natürlich könnte ich ihn auch ohne Meisterball fangen, aber warum mir so eine Mühe machen und dann wieder sowas machen? Aber wir haben ja noch die Bären für Lavados, die wir benutzen werden. Und es kann ja bekanntlicherweise nicht flüchten. Okay, es sind noch einige Trainer, die ziehen wir aber noch durch hier heute. Und ich glaube, ich leade wirklich mit Glurak in der Giovanni Arena, auch wenn es keinen Sinn macht. Weil die auch zweiweise Gesteins-Pokémon haben. Wasserstein gefunden, wow. Wow. Alle Steine gefunden, aber ich habe die ja trotzdem einmal gekauft. So, dann sagt er mir, leiste mir Gesellschaft, bis etwas anbeißt. Okay. Aber es ist nur eine kurze Gesellschaft, wenn du halt schnell besiegt bist. Wenn du nur ein Pokémon hast, okay, du hast zwei Pokémon, aber macht ja nichts. Dann können wir dich trotzdem besiegen. Tentoxa. Pikachu ist hoffentlich fit genug, um dieses Tentoxa schnell zu erledigen. Ja, es ist einfach Level 42. Einfach krasse Kiste hier. So. Und dann besiegt. Weiter so. Volltreffer. Und dann schauen wir mal, was uns hier noch so erwartet. Ich weiß nicht, ob wir heute noch in die Level 60 kommen. In die Level 60, genau. Das Level 60 erreichen, meinte ich natürlich. Weil, ja, weil es halt schwierig erscheint, ne? Britzelturbo drauf, Starmie ist besiegt. Und dann schauen wir mal, dass wir dann noch die nächsten Trainer machen. Wie gesagt, das ist heute eher eine kürzere Folge, weil halt die Arena ziemlich schnell ging mit Pyro. Das war halt schon ein bisschen Abfuck.
weil die irgendwie so schnell ging. Ich weiß nicht warum, ich dachte irgendwie, es wäre langlebiger, die Arena, weil wegen Quiz. Und da habe ich irgendwas übersehen, wo ich gerade drauf gesurft bin, ein Tentacher, was wir aber nicht fangen, weil, warum sollten wir ein Tentacher fangen? Mal ehrlich, warum? Wieso, weshalb, warum ist die Banane krumm und das Dings will nicht kämpfen? Hallo? Hallo? Muss eigentlich voll vor deiner Fresse surfen. Ich habe mir meine Pokémon aus dem Meer geschnappt, ja. Damit du überhaupt kämpfen willst. Und es wird doch länger, da sind noch einige Trainer. Ich dachte nämlich, es wird kürzer, aber hier kommen ja noch einige mit 3 Pokémon sogar. Dann ist es doch noch eine normale Länge. Ja. Des Parts. Aber ja, ich wäre traurig. Dann hätten wir nämlich nicht im nächsten Part die Arena machen können, den Giovanni. Weil dann hätte ich im nächsten Part überzogen. Dann mache ich heute ein bisschen mehr hier Arena und halt die Route, weil die Arena halt fix ging. Genau. Weil in Let's Play Pokémon Gelb Pack and Play ging es halt länger. Und ich weiß halt auch daraus Erfahrung, dass hier Giovanni länger geht, weil ich habe das Video gemacht, mit euch gezeigt und euch gezeigt und ich weiß halt nicht, ja, ob ihr auf YouTube geguckt habt, wie lange wir da dran saßen. Aber passt schon, Enteron wurde auch besiegt. Und bevor ich jetzt weiterhin Bullshit erzähle, kümmern wir uns mal lieber hier um das Gameplay und gucken mal, was als nächstes für ein spektakuläres Pokémon kommt. Aber wie gesagt, ihr dürft natürlich gerne, wenn ihr neu dabei seid, abonnieren, Like da lassen, kommentieren und alles, was dazu gehört, um mich zu unterstützen. Und dann hauen wir unser schönes, cooles Gewinnspiel raus. Und dann machen wir Britzel-Turbo nochmal drauf und dann gönnen wir uns das schöne Tentoxa. Auch mit Erfahrungspunkten, weil es besiegt man es mit einem Volltreffer. Und dann kümmern wir uns um den Glatzkopf, der auf der Insel steht und den letzten Schwimmer da, soweit ich weiß. Ich hoffe, die sind dann gleich durch. Wir laufen aber noch nach Veteranier City, auch wenn wir gleich ein bisschen länger als 30 Minuten sind. Glatzkopf und Schwimmer. Und das noch mehr, okay. Machen wir erstmal den Schwimmer, das ist einfacher, weil wir gerade auf dem Wasser sind. So. Der Anblick der See lässt mein Schwimmerherz höher schlagen. Okay. Nicht, dass du noch einen Herzinfarkt bekommst und dich so anstrengst. Das wäre echt traurig und belastend. Und der hat auch 2 Pokémon. Wie hieß der? Leopold Jurob. Ja, die haben jetzt nicht so die krassen Pokémon, wenn man Pikachu im Team hat. Die sind halt leicht zu besiegen, also die Kampf-Pokémon. Die haben halt ein bisschen genervt, weil ich 2-mal angreifen musste und die ein bisschen Schaden gemacht haben. Wobei das Maschok halt dumm war, weil es halt Potsdam gemacht hat. Aber okay, egal. Nun ja, die KI ist zwar im Verhältnis zu den alten Spielen besser geworden, aber manchmal noch dumm. Und das wisst ihr mit der dummen KI, Seemon. Wenn ihr den Part gesehen habt von Let's Play, Pack and Play, Pokémon Gelb mit Giovanni, dann wisst ihr, die KI war dämlich. Ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall, das nochmal anzuschauen. Da habt ihr nichts verpasst. Da könnt ihr ja gerne reinschauen, denn es war echt amüsant, lustig und cool und die Leute, die mit mir im Live-Chat da waren, die haben sich sicherlich sehr gefreut. Das sind halt meine größten Supporter zurzeit. Also da nochmal ein fettes Dank an euch und jetzt wird ein Glatzkopf rasiert. Was für ein schlechter Witz. Ja, auch Leute wie ich drehen hier manchmal ihre Runden. Hast du etwa ein Problem damit? Ey, das war so ein schlechter Witz gerade. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das gehört habt, wie ihr diesen Bullshit-Witz fand. Der hat auch wieder Kampf-Pokémon. Ne, er hat einen Radikal. Da können wir mit Doppelklick schön Schaden anrichten. Du Glatzkopf. Warum? Warum Radikal? Warum? Zu dem Zeitpunkt so ein blödes Pokémon. Das macht auf jeden Fall Tiefschlag. Das macht schon mal Ärger und Probleme. Ich bin mal gespannt, ob die in der Arena von Giovanni auch die gleichen Pokémon haben oder ob die Pokémon sich ein bisschen verändert haben, die Trainer ein bisschen verändert haben. Und ob wir uns da immer noch drehen wie so ein Verrückter in der Arena. Ich bin echt gespannt. Und ich bin auch voll mega gespannt auf, wie soll ich das sagen? Auf die 8. Generation mit Schwert und Schild. Und wir wechseln mal auf Gyarados. Denn es ist ein Onix und wir machen eine Wasserattacke. Und dann sollten wir eigentlich die Steine mal wegspülen. Mit Hydro-Pumpe. Aber ich habe Angst, dass sie wieder daneben geht wie in den letzten Folgen. Aber wir kriegen es hin. Hydro-Pumpe von Gyarados und die Attacke trifft. Ja, sehr gut. Wir spülen den Onix sauber und hoffentlich besiegen wir ihn. Ja, wir besiegen ihn. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Naja, mit Onix. Zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht.
Ich hoffe, die in der Liga haben gute Pokémon. Die haben ja ein bisschen was angepasst, dass das ein bisschen kniffliger wird. So, da sind noch einige Trainer. Und wir sind schon bei so einer Zeit. Hohe Zeit, ich weiß. Ah, Trainercoach. Okay, wir sind aber gleich fertig. Ah, das ziehen wir noch durch. Das ziehen wir noch durch. Hey, du da. Bist du zufällig unterwegs zur Zinnoberinsel? Willst du dich ein bisschen von mir coachen lassen? Hab grad nichts zu tun. Ja, will ich. Okay. Meine Pokémon werden sich übelst Mühe geben. Wirst schon sehen. Wir sind aber zurück von der Zinnoberinsel. Wir waren schon auf der Zinnoberinsel, weil wir sind ja nicht falsch rumgeschwommen. Wir sind ja richtig rumgeschwommen. Trainercoach. Wieso? Wieso Mashok? Ich habe keinen Bock zu wechseln. Come on. Come on. Bitte. Brezel-Turbo. Come on. Mach was Gescheites. Dreck. Durchbruch. Hallo, wir brauchen noch Pikachu gleich. Da sind noch ein paar Angler. Plätschersurfer. Und wenn da was Krasses mit Kampf kommt, wechseln wir natürlich wieder. Und besiegt. Ja, Mashok wurde besiegt, aber es ist ein bisschen angeschlagen. Pikachu hat auch nicht so viele gute Death-Werte normalerweise. Aber das ist ja ein bisschen geboostet. Ihr wisst es ja bekanntlicherweise. Rosana. Komm, dann machen wir Pokémon wechseln und dann kommt Glurak mit seinem epischen Flammenatem auf Level 58. Genau. Er macht nämlich jetzt Feuerstrom, wollte ich schon sagen, Flammenwurf. Und dann ist das Rosana weg. Weg, weg mit dir. Los. Flammenwurf. Weg. Sehr gut. Weiter so. Top. Rosana wurde besiegt. Gut, gut. So, und dann kriegen wir noch folgendes Pokémon. Erstmal Pikachu auf Level 60, genau. Kangama. Jetzt bin ich drin geblieben, okay. Macht ja nichts. Wir machen es trotzdem weg. Wir gucken, dass wir hier einmal Feuerwurf, genau. Flammenwurf machen und wenn es nicht reicht, machen wir halt Drachenpuls oder Wutanfall. Ich weiß gar nicht, welche Drachenattacke der gerade hatte. Irrschlag. Oh nein, wir sind verwirrt danach. Nee. Oh Gott sei Dank nicht, okay. Er hat Drachenpuls. Aber wir machen Flammenwurf, weil das hat gut Schaden gemacht und dann sind wir auf der sicheren Seite. Und besiegen das Kangama. Und dann müssen wir nur noch zwei Trainer bekämpfen und besiegen. Und dann sollte eigentlich die Route fertig sein. Was gibt's mir eigentlich Schönes hier? Wir haben eigentlich nicht viel gewonnen gegen den Trainercoach. Boah, bist du ein krasser Trainer. Dafür hast du dir was übelst Cooles verdient. Er hält Eissieb. Ich schau mal kurz. Beutel. Ob das Sinn macht, die Thementasche irgendwie meinem Sandama mal was Krasses beizubringen. Vielleicht Lichtkanone? Kann der das Lichtkanone? Kann er gar Lichtkanone lernen? Noch Mann. Ab, kann der bereits? Icy, kann der bereits? Verdammt. Was haben wir noch schön schöner Tank? Eisstrahl bringt mir nichts, Rampungel bringt mir nichts. Sind halt mega blöde, bescheuerte Attacken. Die bringen mir nichts. Ich wollte eigentlich eine schöne Attacke beibringen, Sandama, aber okay. Dann der nächste. Lass mich raten, du fragst mich jetzt bestimmt gleich, ob schon was angebissen hat, oder? Nein, ich frag dich, ob du kämpfen möchtest, weil ich dich sonst nicht angesprochen hätte. Weil mir das scheißegal ist, was du angelst. Und deswegen juckt mich das nicht. Deswegen juckt mich das einfach nicht. Okay. So, Pikachu. Es wird nochmal spannend. Die letzten beiden Kämpfe in diesem Part heute. Dann laufen wir nochmal nach Veritania City, wo Grün ist. Der schon sicherlich heiß, hungrig auf uns wartet. Und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da noch was passiert, wenn ich ihn anspreche. Aber ich werde das in der nächsten Folge sehr wahrscheinlich erfahren. Außer er quatscht mich noch an, wenn ich in die Stadt komme. Auf jeden Fall. Gyarados, okay. Vierfachschwäche gegen Elektro bleiben wir natürlich drin. Das sind doch schöne Trainer, nicht nur beschissene Karpados. Nein, Simon Garados, sowas, das will ich sehen. Auch wenn das keine Chance hat gegen Elektro, weil es halt sehr effektiv ist gegen über ja, den Pokémon, die Elektro-Attacken. Genau. Und dann kommt der letzte Dragonier noch ein Level. Okay, ich vermute mal, vor der Liga kommt das so 46, 47 noch, also müssen wir noch in der Liga dann 8 Level trainieren. Das ist schon hart, wenn ich mich gar nicht verrechnet habe. Dann gönnen wir uns erstmal hier das Item.
schauen, dass wir den letzten Trainer auf diesem Wasserfleck hier besiegt haben. Und dann gehen wir nach Verteidigung. Ich habe gerade einen Haufen Pokémon ans Land gezogen. Möchtest du sie sehen? Ein Haufen, das heißt 6 Stück oder was? Ah, was ist das für ein ätzender Kampf dann? Wenn es wirklich 6 sind. Kacke. Ah, Carpador. 6-mal Carpador. Ist das dein Ernst? Meinst du das wirklich ernst? Ist das wirklich dein Ernst? Wir schauen mal, ob das wirklich dein Ernst ist. Britzelturbo. Ich kann auch nur 2-mal Britzelturbo und das ist doch so blöd. Oder wir machen mit Dragonier die Carpados platt, aber ich weiß nicht, ob das schnell geht. Wir machen erstmal mit Pikachu Britzelturbo oder haben wir Erter in der Tasche? Weil das macht ja Sinn, die zu bekämpfen mit Pikachu, oder? Weil es einfach schneller geht. Weiterkämpfen, ja. Ich guck mal gleich. Oder wir gucken mal, wie viel Schaden der Doppelkick macht. Und dann können wir testen. Wir testen hier gerade mal, ob das überlebt oder nicht. Das überlebt leider, glaube ich. Ne, es hat wohl besiegt, okay. Dann machen wir, falls noch ein krasses Pokémon kommt, wie Gyarados, machen wir lieber mal Doppelkick mit Pikachu drauf. Es gibt halt nicht so viele Erfahrungspunkte und da war gerade das Level für Sandama, das neue, nämlich Level 50. Jetzt nicht so spektakulär. Und dann weiter. Eine Carpador-Gang, ja, eine Carpador-Army. Aber, wie gesagt, kein Problem. Warum ist eigentlich das gerade so komisch, dass wir gegen das eine Carpador den Schaden machen und es besiegt wird und gegen das andere Carpador machen wir keinen K.O. und es lebt noch. Sehr seltsam, sehr kurios alles hier, aber so ist das in meinem Leben. Und dann Carpador. Ja. Es sind noch 3 übrig. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Das ist echt bescheiden. So. Und dann Doppelkick und beim letzten Mal halt nochmal Britzelturbo. Ich hoffe, es ist ausreichend. Und jetzt, kurioserweise, wird es besiegt. Ich weiß nicht, wo der Unterschied lag. Ob das ein besser trainiertes Carpador war. Auf jeden Fall, das 4. wurde besiegt. Jetzt kommt das 5. So einen Trainer habe ich echt nicht vermisst. Die sind einfach nervig und ätzend. Aber die gab es ja bisher in jeder Generation bisher, glaube ich. Außer wo es Pokémon wie Carpador nicht in der Generation gab. Und das ist wieder so ein komisches Fail. Also, wo man die nicht begegnen konnte, wo es keine Carpador-Trainer gab, da gab es sowas nicht. Da gab es halt andere nervige Trainer. Aber in jeder verfickten Generation, in jedem Spiel, wo es Carpador gab, gab es so einen verfickten Carpador-Trainer mit 6-mal Carpador, der einen echt genervt hat und nicht genug Erfahrungspunkte gebracht hat. Einfach nur an Tacken verschwindet. Und das letzte Carpador, okay, ich dachte zwar, jetzt kommt noch ein Gyarados, aber nein, ihr bleibt eurer Linie treu und macht den Carpador-Trainer. Wetten, in Schwert und Schild gibt es auch so einen blöden, beschissenen Carpador-Trainer. Mal gucken, ich bin echt gespannt und echt gehypt. Vor allem auch auf die Karten. Das wird geil. Es wird auf jeden Fall mega geil, hoffentlich. So. Dann gönnen wir uns dann mal den Weg zurück. Wir sind nämlich fertig. Wir haben ihn besiegt. 3 Pokébälle. Die Route war nicht so gut, was die Bälle anging. Ich glaube, keinen einzigen guten Ball bekommen, außer die verdammten Pokébälle. Und dann sind wir auch schon fast am Ende unserer Reise nach Vertania City. Ich will nur wissen, ob hier irgendein Pokémon kommt. Nö, nichts Spektakuläres. Ach so, klar, die kennen wir ja schon. Die haben wir ja schon angequatscht. Mit Leidenschaft. Das machen wir jetzt nicht. Pikachu surft nochmal ein Stückchen. Wir springen rauf. Alabastia. Dann das Team. Wir tun, wie gesagt, Glurak nach vorne, weil die ja Kampf-Pokémon haben. Ansonsten müssen wir halt wechseln. So. Genau. Und dann ab die Post. Nach Verteidigung City, vielleicht begegnet uns hier ein oder andere coole Pokémon, was wir nochmal eins mitnehmen können, aber anscheinend nicht, weil hier nichts Spektakuläres auf uns zukommt. Wir hätten auch fliegen können nach Verteidigung City, aber wir wollten in die Wasserroute machen und das kurze Stück können wir ja laufen, weil wir schon da sind. Das heißt, wir nehmen jetzt das Pokémon Center, heilen uns und dann machen wir im nächsten Part Giovanni. Das heißt direkt zweimal hintereinander Arena Gameplay. Ja, es ist Sneaker, ne? Willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja. Genau, okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Okay, wir haben es geschafft. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Danke, danke. Dann stelle ich mich vor das Pokémon Center. Wir machen dann im nächsten Part hier an der Stelle weiter und bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht und gefallen. Und damit auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.